Und damit herzlich willkommen zurück hier bei The Witcher 3, immer noch auf dem Anwesen der Wegelguts. In der letzten Folge sind wir leider zu spät gekommen. Was haben wir denn hier? Predigt eines besorgten Bürgers. Ja, wir befinden uns immer noch mitten in der Mordserie. Und da haben wir schon wieder was von dem besorgten Bürger. Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Feuer alles in seinem Weg verschlingt, vor niemandem und nichts Halt macht. Das Feuer verbrennt alle Sünder, ob sie Bettler oder Prinzen sind, ob Menschen oder Anderlinge, ob schwach oder mächtig. Wer seine Gebote bricht, wer die Ratschläge der Kirche nicht befolgt, wer die falschen Götter verehrt, soll in seinen Flammen zu Asche vergehen. Lebt in der Wahrheit des ewigen Feuers. Hört auf seine heiligen Männer, denn sie sind eure Hirten. So, finden wir hier sonst noch irgendwas? Können wir das... Dieselben Wunden wie die anderen Opfer. Eine Untersuchung wäre Zeitverschwendung. Ich muss zur Krüppelkati. Schnell. Dem stimme ich zu, das wäre wirklich Zeitverschwendung. Ja, wir haben den Mörder ja leider nicht erwischen können. Denn uns sind ja die lieben Wachen dazwischen geflogen. Moment. Hui. Hui, Rika. Also, geht's jetzt auf in die Krüppelkati zur süßen Netti. Vielleicht schaffen wir das ja diesmal endlich rechtzeitig. Macht mir Platz. Ich bin der Landvogt. Entschuldigung. Das war nur ein nettes Streicheln. Tätscheln. So, gucken wir doch gleich mal. Die olle fleischliche Sünden. Was haben wir denn in der Nähe? Den Platz des Hierreichen. Ich bin jetzt einmal wirklich gespannt, wie das Ganze endet. Vor allen Dingen, wie geht es mit der guten Priscilla weiter? Schon wieder Regen. Brauchst du etwas, Meister? Nein. Wer einen Magier bei sich versteckt, wird an seiner Seite... Ich kann die Visagen nicht mehr sehen. So. Weil er hat ihr ja ätzende Säure in den Mund eingeflößt. Es bleibt weiter spannend. Und Priscilla. Da sind wir auch schon. Verdammter Magier. Da geht's rein. Hallo. Oh, die Tür da auf. Oder doch durch die Tür. Ach, hier. Oh. Die süße Netti. Wo ist sie? Oben. Aber sie hat einen sehr wichtigen Kunden. Nicht stören. Ach, am Arsch. Ich will das Zimmer. Und zwar schnell. Los auf ein Schäferstündchen. Nee. Fehlt nicht mehr viel, dann hänge ich den Beruf an den Nagel. Komm. Niemand wird dich hören, Schlampe. Keine Seele. Aber dich. Dich wird gleich die ganze Stadt hören. Und schon wieder störst du mich, wo ich das doch so verabscheue. Eigentlich will ich mit der süßen Netti spielen. Danach ist sie nicht mehr so süß. Aber ich kann auch mit dir anfangen. Versuch's doch, du Bastard. Ich will gar nicht wissen, warum er das Ganze macht. Ich will das Ganze einfach nur beenden. Guck mal hier, spür deine Flammen, Nathanael. Deinem ollen Schürhaken. Können wir nicht... Du bist frei. Danke. Danke. Wenn du nicht wärst... Er hat gefragt, ob ich alles mache. Wenn der Preis stimmt, natürlich, habe ich gesagt. Da lächelte er. Götter, wie abscheulich. Und schlug zu, dass ich ohnmächtig wurde. Als ich aufwachte, war ich gefesselt und er machte den Spieß im Feuer heiß. Beruhige dich. Er wird dir nichts mehr tun. Er wird niemandem mehr was tun. Glücklicherweise wird er nie wieder irgendjemandem irgendwas tun. Aber das ging dann doch schneller. Gut, vielleicht hätten wir ihn doch... Geh mal. Willst du mich beißen, Wölfchen? Oh, nein. Nicht heute, nicht hier, nicht mit dir. Nein. Du hast die Wahl. Ich gehe lieber.
Durch den Regen. Hey, du! Ja, du! Hast du Wasser im Schädel? Willst du Ärger hier? Schnuggi. Ich muss verrückt sein, in diesem Regen rumzulaufen. Wenn wir das gleich hinter uns haben. Ja, ich weiß, das sage ich jetzt schon ein paar Folgen lang, aber ich glaube, dann sind wir so weit und können auch Skellige. Du siehst mir äußerst verdächtig aus. Ja, geht's immer bergab. Da freue ich mich nämlich drauf, auf eine neue, saftige Umgebung, würde ich jetzt gerade sagen. Ja, halt ein neues Plätzchen. Götter, verdammtes Wetter. Jetzt müssen wir erstmal schnell. Reicht's mit dem Bild. Und die? Dieses Musikstück erinnert mich ganz, ganz stark, muss ich sagen, an Gothic. An Gothic 3. Wenn man in, ich weiß nicht, die Leute, die das gespielt haben, wenn man Montera betritt. Sogar der Regen nach Pisse. Hast du ein Problem? Also, muss ich auch mal wieder spielen. Und wenn es nur in der Freizeit so für mich ist. Da sind wir auch schon. Hey, Hübscher. Was muss ich tun? Entschuldigung. Ah, da. Oh, eine Kerze. Ja, Geralt? So, da haben wir aber ganz schön... Oh Gott. Wir fangen mal da an. Hubert hat mir von deiner Vergangenheit erzählt. Noch lebendiger, als ich gedacht hätte. Ich habe keine Zeit für Rätsel, Geralt. Spuck's aus oder geh. Stimmt es, dass die Aufstände in der Universität Leben gekostet haben? Dass Leute für deine Sache gestorben sind? Ich war jung und dumm. Ich dachte, eine bessere Zukunft wäre jeden Preis wert. Auch ein oder zwei Menschenleben. Aber das sind Sünden der Vergangenheit, für die ich gebüßt habe. Mhm. Ja, gucken wir mal, was haben wir denn noch? Ich kenne noch eine Chirurgin von der Ochsenfurt Akademie. Sie heißt Chani. Kennst du sie? Kurze rote Haare, Sommersprossen. Und hoffnungslos idealistisch. Natürlich kenne ich sie. Sie war ein Jahr lang meine Assistentin. Weißt du, wo sie jetzt ist? Meine Leute sagen, sie würde irgendwo an der Front Pikiniere zusammenflicken. Ich habe ihr gesagt, dass es zwecklos ist. In der Zeit, in der sie 100 rettet, sind 1000 weitere gestorben. Aber mit überzeugten Ärzten kann man nicht diskutieren. Na, ich glaube, das hat nicht nur was mit Ärzten zu tun. Was ist denn mit der Uni los? Warum ist die Universität in Ochsenfurt geschlossen? Weil es Radovid so gefällt. Hast du die Geschichte nicht gehört? Der Rektor wollte ihm einen Ehrendoktortitel verleihen. Die Fakultät war dagegen. Radovid erschien dennoch zur Zeremonie, legte eine Robe an, nahm seine Urkunde entgegen und als es vorüber war, warf er die Dekane und den Senat in den Kerker, damit sie keinen Rabatz machen. Ich war seitdem im Wilmerius-Hospital. Vielleicht ist es das Beste. Ich bin mit dem Skalpell einfach besser als am Rednerpult. Mal gucken, Ochsenfurt müssen wir auch, glaube ich, früher oder später mal unter die Lupe nehmen. Aber wir haben etwas. Ich habe den Mörder gefunden und getötet. Es war Nathaniel. Ich habe ihn bei Kati auf frischer Tat ertappt. Er wollte gerade sein nächstes Opfer aufschlitzen. Der Wirt wollte mich fernhalten. Wichtiger Kunde, hieß es. Ich dachte, in Novigrad könnte mich nichts überraschen. Ich habe mich wohl geirrt. Gründlich. Danke, Geralt. Wärst du nicht gewesen, hätte das nie aufgehört. Ach, wir müssen uns gar nicht... Leb wohl. Ihm erkundigen, wie geht es? Besser. Okay. Stimmt's? Ja. Ja. Hast du getan, worum ich dich bat? Ja, auf Hexerart. Danke, Geralt. Von mir und Priscilla. Schon in Ordnung. Sowas tun Freunde eben. Sie spricht wieder. Schöne Neuigkeit. Ja, nicht wahr? Professor von Graz hat mir gesagt, dass ihre Wunden schneller heilen als Trollwunden. Nicht sehr schmeichelhaft, aber doch ermutigend. Vielleicht singt sie sogar eines Tages wieder. Fürs Erste treten wir als Duo auf. Sie spielt Laute, ich singe. Ritter, Sporn und Kalonetta. Klingt doch toll, oder? Wunderbar. Alles Gute, Ritter Sporn.
Auf der Bühne und auch sonst. Ah, das haben wir auch hinter uns gebracht. Ich hoffe doch mal, der Priscilla wird es bald, also laut hier, bald wieder besser gehen. Und jetzt schauen wir doch mal in unser Questlog. Haben wir sonst noch etwas, was wir jetzt wirklich noch machen müssen? Nee. Auf der Fährte? Ja, das ist ja auch. Sehr schön, das haben wir auch. Hui. Müssen wir auch irgendwann zurück? Ja, die können wir eigentlich auch so langsam anfangen. Aber ich würde mal sagen, das sparen wir uns jetzt wirklich fürs nächste Mal auf. Jetzt besorgen wir uns ein Schiff und segeln nach Skellige. Da haben ja wahrscheinlich schon einige von euch drauf gewartet. Oh, so ein Pech. Hallo, Schweine! Oh, was ist das denn? Noch eine Predigt? Okay. Interessant, warum auch immer die jetzt hier lag. Aber wie gesagt, das ist Geschichte. Hey, nein. Sieh dich vor der Gosse vor. Ja, ich kann schon auf mich aufpassen. Regen, oh. Liebe Regen. Na, Regen. Ah, toll. Noch eine. Ach, ist das hier nicht? Nee. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Was hast du denn so graue Haare, Süße? Was denn? Es muss verrückt sein, in diesem Regen rumzulaufen. Hä? Na toll. Was ist denn hier jetzt? Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die Beste bin. Bin ich so erschreckend und hässlich, dass die jetzt alle schreiend davonlaufen müssen? Wer einen Magier bei sich versteckt, wird ja, ist ja gut. Hier geht's ja rund. Aber sowas von. Und da ist ein Schiff. Das geht auch rund. Regen wird die Straßen der Stadt von Dreck befreien. Ich muss verrückt sein, in diesem Regen rumzulaufen. Dein Reptilienblick macht mir keine Angst. Scheiße. Wer ist der Kapitän dieses Schiffes? Steht vor dir. Ei, das tut sie. Ich, eine Frau, bin Kapitän. So ein Scheiß, nicht wahr? Doch, warum? Ich muss nach Skellige. Nicht mit diesem Boot, mein Freund. Ich zahle gut. Die Inselbewohner leben vom Plündern anderer Schiffe. Will das nicht riskieren. Dann also die nicht? Schon mal dorthin gefahren? Hör zu, die Inselbewohner greifen alle Schiffe an. Wenn sie jemanden hassen, Nilfgaard zum Beispiel, greifen sie noch öfter an. Aber nicht so viel öfter, um die Wahrheit zu sagen. Haben uns einmal geentert. Wollten wohl sehen, ob ich auch die Eier eines Kapitäns habe. Nach diesem Spaß will ich nichts mehr mit Skellige zu tun haben. Ja, wir haben es verstanden. Wir gehen. Tschüss. Ist das langweilig? Wir haben in meinem Dorf nur Pferde und Riesen. Nein. Also nächstes Schiff anpeilen. Mit den Nussschalen unten wird es nicht. Entschuldigung. Dann gucken wir doch mal und versuchen es beim nächsten. Was ist denn mit dir? Lass mich in Ruhe. Was? Du bist ein Hexenjäger. Hallo. Ist hier jemand? Ich brauch doch nur einen Captain. Kann ich mit denen da sprechen? Ja, ich hab zu tun. Dieses Deck muss strahlen wie das Tafelsilber. Ich bin zum Captain. Heißt Wolfstein. Okay. Ist also nicht hier. Also haben wir nur noch die Chance, da hinten irgendwo auf hier so einen Rabatz zu machen. Es ist ja anstrengend hier. Kann man einfach nur ein Schiff finden und... B. Gesundheit! Ja, deswegen hast du auch genießt, du bist krank. Da ist ein Schiff. Mir reicht's mit dem Leben. Meine alte Nachbarin hat Amulette gegen Rheuma verkauft. So. Man sagt, dass die Inseln mit Nilfgaard im Krieg liegen. Wo ist der Captain? Wo ist der Matrose? Wo ist der Matrose?
Nicht jeder von uns hatte das Glück. Verfluchte Piraten! Bist du der Kapitän dieses Kahns? Was schert dich das? Ich reise nach Skellige. Dort muss ich hin. Dann schwimm. Die Inselbewohner und die Schwarzen. Alle greifen uns in diesen Gewässern an. Niemand segelt derzeit auf dieser Route. Komm schon. Wer mit den Clans verhandelt, den lassen sie in Ruhe. Ich bin mir sicher, jemand hat das schon mal gemacht. Unwahrscheinlich. Außer vielleicht der dämliche Bastard Wolfstein von der Atropos. Ein Lügner, ein Dieb und ein Arschloch. Vielleicht hat er mit den Schweinehunden verhandelt. Wo finde ich ihn? Meistens in einem Schweinestall. Sonst im Goldenen Stör. Frag nach Flachmann. Jeder kennt ihn. Gut, vielen Dank. Den Namen haben wir ja vorhin schon mal von dem fleißig putzenden Menschen bekommen. Also, wieder laufen ab in den Goldenen Stör. Und dann suchen wir den neuen Captain. Und dann setzen wir Segel auf Skellige. Ich war mal so saublau. So, das mir Blut auf Pest. Und Cholera. Da ist er doch. Bist du Wolfstein? Kapitän der Atropos? Was ist? Ob ich Atropos, Captain der Wolfstein bin? Unsinnhacke. Keine Ahnung, Mann. Ich muss nach Skellige. Meine Atropos und ich, wir setzen bald Kurs auf Art Skellig. Hab Getreide an Bord. Ist aber streng geheim. Hast genug Geld? Was? Er will 1000 Kronen haben. Oh, nee, nee, nee. Hier, reicht das? So schwer wie ein Bullensack. Wann segeln wir los? Was denn jetzt? Bist du wirklich bereit? Du kannst ja kaum stehen. Pass auf, Freunde. Kapitän Wolfstein segelt niemals nüchtern. Die See schwappt in die eine, Wolfstein in die andere Richtung. Gleicht sich so aus. So wird man nicht seekrank. Bereit zum Ablegen? Jawohl. Dann los. Wir dann setzen los. Segel. Erst müssen wir was trinken. Auf den Wind, aufs Glück. Und auf meine starke Atropos. Können wir dann jetzt... Leinen los! Dankeschön. Na komm, du Ladebalken. Dreh dich schneller. Dreh dich. Wir werden angegriffen. Alle Mann zu den Waffen. Oder auch nur Geralt, das reicht auch. Okay. Piraten! Die Piraten Endromarschief! Setz die Segel! Alle Mann an die Waffen! Verteidigt das Schiff! Oder ich alleine! Komm her, Digga! Vom Bord. Hey. Was eine Seefahrt. Die ist lustig. Geralt, steh auf. Nicht schlafen. Finger weg. Wo kommt Plötze her? Verschwinde, oder ich töte dich.
Ich habe keine Angst vorm Sterben. Ich bin also auf Artskellig gelandet. Wie hast du es rausgefunden? Du trägst die Farben des Clans Ankret. Ihm gehört Artskellig. Du warst auf der Atropos, oder? Ja. Ich dachte, der Kapitän hätte eine Vereinbarung mit euch. Mit uns? Wen meinst du? Hat er wohl eine Vereinbarung mit Lugos? Aber mit Krach? Nein. Hätte er aber brauchen können. Ausländische Schiffe sind in diesen Gewässern nicht willkommen. Was ist mit dir? Was willst du hier? Ich muss eine Zauberin treffen. Jennifer von Wengerberg. Sie müsste auf Artskellig sein. In Kaer Trolde gibt's eine Hexe. Krachs Gast. Vielleicht ist sie es, die du suchst. Das könnte... Vielleicht kann sie uns auch bei dieser kleinen Statuette helfen. Höre ich da einen Anflug von Verachtung? Hey, diese Musik. Gute Ohren. Die Leute sagen, dass diese Hexe Krach um ihren Finger gewickelt hat. Kommandiert jeden herum. Gemein ist sie dabei, wie es für Hexen üblich ist. Du hast sie gesehen? Weißt du, wie sie aussieht? Ja, schwarz-weiße Kleider. Wären nicht ihre Titten, sähe sie wie ein gestrandeter Wal aus. Auch die, die eine Frau in ihr sehen, würden sie am liebsten wieder zurück ins Meer schubsen. Titten oder nicht? Jennifer ist nicht so übel, wenn du sie einmal kennengelernt hast. Ich nehme dich beim Wort. Du kennst den Weg nach Kaer Trolde? Ich finde ihn schon. Geh nach Norden, dann nach Westen zur Bucht, bevor du zur Brücke kommst. Du findest den Jarl heute im Hafen. Deine Zauberin müsste auch da sein. Danke, mach's gut. Tja, und da sind wir nun wirklich auf Artskellig. Warum wubbelt denn der so? Ist er noch benommen? Was fliegt da? Da ist auch noch ein Stein und da ist ein... Mhm. Wo warst du? Hey! Was zur... Du kommst da nicht, du... Ihr bleibt mal weg von mir. So. Ja, wie ich bereits gerade andeuten wollte, wir beenden hier die Folge. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Und da hinten ist ein Leuchtturm. Die kommen gefährlich nah. Und in der nächsten Folge schauen wir, was hier noch so abgeht auf Artskellig. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Once we were many, now we are few. Hunters, killers of the world's filth. Witchers, the ultimate killing machines. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia, the White Wolf. We meet again, Witcher. Your Imperial Majesty. She's returned, Geralt. After all these years. Are you sure it's her? Yes. And she's in danger. Witnesses claim the Wild Hunt follows her. You must find her. And when I do, what then? I shall give her what she deserves. White Wolf, at last. I come for her, but the prophecy. Every decision you make will bring devastation. Each choice will lead to a greater evil.